Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Über Nacht sind eine Tonne an Neuigkeiten von Blizzard veröffentlicht worden. Starten wir direkt mal mit dem bald in The Burning Crusade beginnenden Event Joyous Journey. Wenn euch das Leveln zu langsam geht, dann kommt euch dieses Event definitiv entgegen. Hierbei wird ein globaler Buff Joyous Journeys eingeführt. Es werden alle Quellen für Erfahrungspunkte 50% zusätzliche Erfahrung gewähren. Egal ob ihr also questet oder einem Dungeon Monster umkloppt, ihr erhaltet 50% zusätzliche Erfahrung. Wann genau der Buff kommen soll, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll dieser einige Wochen vor dem Pre-Patch starten und bis zum wirklichen Erscheinen von Wrath of the Lich King anhalten. Blizzard geht davon aus, dass der Buff allgemein 6-8 Wochen aktiv sein wird. Den Buff wird es ebenfalls auf den neuen Wrath of the Lich King Classic Server geben, welche mit dem Pre-Patch erscheinen. Die Intention von Blizzard lautet wie folgt. Dieser Buff sollte eine großartige Gelegenheit für alle sein, die mit dem Stufenaufstieg im Verzug geraten sind. Oder für alle, die Twinks haben, die sie aufs nächste Abenteuer vorbereiten wollen, um noch vor der Veröffentlichung von Wrath of the Lich King Classic auf Stufe 70 aufzusteigen. Schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ab heute ist es möglich, mehr als 10 Charaktere pro Server zu erstellen. Um genau zu sein, könnt ihr ab sofort 50 Charaktere pro Server und allgemein pro Account erstellen. Zudem habt ihr nun die Möglichkeit, auf PvP-Servern Charaktere von beiden Fraktionen zu erstellen. Diese Option war bis gestern noch PvE-Servern vorenthalten. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, gelöschte Charaktere wiederherzustellen. Voraussetzung ist hierbei, dass diese höchstens vor 7 Tagen gelöscht wurden. Des Weiteren werden einige Transferrestriktionen fallen. So könnt ihr in wenigen Wochen von PvE zu PvP-Servern transferieren. Es gibt einige Infos zum neuen Gruppesuche-Tool. Letzte Nacht ist ein Bluepost vom WoW-Entwickler Keltora erschienen, in denen er einige neue Updates gibt. Erstmal wurde das komplette Aussehen modernisiert. Im Hintergrund arbeitet zudem ein moderner Code, der das Tool stabil und leistungsfähig macht. Zudem werden Rollen eingeführt, ähnlich wie auch die Rollen, die man eventuell aus dem Dungeon Finder aus Retail oder einer früheren Erweiterung kennt. Dadurch sieht man direkt übersichtlich, welche Plätze noch frei sind und Einzelspieler können im Vorfeld wählen, welche Rolle sie bereit sind auszuüben. Ihr bekommt dadurch einfach direkt eine optische Übersicht der Gruppenzusammenstellung. Sie stellen sich den Dungeon Browser als eine Art schwarzes Brett vor. Deshalb können sowohl einzelne Spieler als auch teilweise besetzte Gruppeneinträge erstellen. Ihr könnt euch zudem für mehr als einen Dungeon anmelden. Um die Gruppenbildung zu vereinfachen, wird ein Feature zum Anfordern und Vorschlagen einer Einladung hinzugefügt. Dadurch wird es deutlich leichter, eine Gruppe zu bauen. Um den altbekannten Suche nach Gruppe-Channel auf eurem Realm benutzen zu können, müsst ihr euch zudem zuerst im Tool listen lassen. Das bedeutet, dass ihr ohne Anmeldung im Dungeon Browser diesen weltweiten Suche-Channel nicht benutzen könnt. Das sollte das Gruppensuche-Tool immer zur ersten Anlaufstelle machen. Das Statement von Blizzard lautet wie folgt. Vielleicht denkt ihr jetzt, niemand mag Einschränkungen. In einer idealen Welt würde jeder Spieler seine Gruppe so zusammenstellen, wie er es für angebracht hält. Wir haben aber beobachtet, dass es bei der Gruppensuche oft zu Koordinationsproblemen kommt und halten es deshalb für sinnvoll, alle durch dasselbe System zu leiten. Wenn wir eine einzige Anlaufstelle für die Gruppensuche schaffen können, ist das für alle Spieler von Vorteil. Blizzard bringt eine Änderung ins Spiel, welche den Leveln-Boostern das Leben schwerer machen soll. Das Verhalten von Kreaturen in Dungeons, wie zum Beispiel Maraudern oder anderen beliebten Booster-Instanzen, soll also angepasst werden, dass man diese deutlich schwieriger kiten und hinterherziehen kann. Allgemein könnte es sein, dass vor allem Verlangsamungseffekte wie Blizzard oder die Frostnova vom Magier nur noch eingeschränkt die Monster betreffen werden. Zudem wird die Gruppenerfahrung drastisch reduziert, wenn ein Gruppenmitglied ein deutlich höheres Level als man selbst hat. Ähnliche Anpassungen gibt es jetzt schon in Season of Mastery. Hier behaupten die Entwickler, dass besagte Anpassungen deutliche Auswirkungen auf das Boosten haben und statistisch viel weniger gemacht wird. Schon etwas älter die News, trotzdem wollen wir es hier nochmal kurz erwähnen. Zum Thema frische Wrath of the Lich King Classic Server gab es nochmal ein Update, da viele Spieler sich zu Recht beschwert hatten, dass man nach 90 Tagen schon Charaktere zu den neuen Servern transferieren könnte. In einem weiteren Bluepost betonten die Entwickler, dass die 90 Tage ein Minimum wert sind. Die Server könnten demnach auch erst deutlich später für einen Transfer geöffnet werden, vielleicht sogar auch erst Jahre später, vorausgesetzt die Population und die Fraktionsbalance stimmt. Sie wollen hierbei auf die Community hören und vor allem die Population des Servers beobachten. Vor wenigen Stunden kam zudem noch ein sehr langer Entwickler-Blogpost. Wir fassen euch die Kernaussagen zusammen. Schaut aber unbedingt selbst mal vorbei. Zu finden wie immer in der Beschreibung. Blizzard hat überlegt, wie es Wrath of the Lich King anpassen könnte. So haben sie darüber nachgedacht, dieselben Items im 10er und 25er Spielermodus droppen zu lassen, die Drops aus heroischen Dungeons zu verbessern bzw. die allgemeine heroische Instanz schwerer zu machen. Das wird allerdings nicht passieren. Dafür, und jetzt haltet euch fest,
wird der T7 Raid Nax Ramas angepasst. Besser gesagt, wird das Leben und der Schaden der Gegner in Nax erhöht. Außerdem betonen sie in diesem Artikel, dass sie auf jeden Fall wollen, dass die heroischen Instanzen langfristig attraktiver bleiben. Die Ausrüstung und die Marken sollen hierbei immer noch lohnenswert bleiben. Wie genau sie das umsetzen wollen, beziehungsweise ob sie mit jedem neuen Raid-Tier andere Abzeichen droppen lassen wollen, geht aus dem Artikel nicht konkret heraus. Sie erwähnen zudem, dass sie sich für besagte HC-Instanzen vorstellen können, besondere Aufgaben einzuführen. Auch hier gehen sie nicht ins Detail. Eventuell ein abgewandelter Mythic Plus Dungeon, wie man ihn aus Retail kennt. Blizzard ist zudem nicht zufrieden, dass sich das Raid-System aus Wrath of the Lich King des Öfteren geändert hat. Ab der Prüfung der Kreuzfahrer kamen die HC-Raids ins Spiel. Außerdem gab es irgendwann so viele verschiedene Marken, die pro Raid hier woanders droppen, dass es oft zur Verwirrung kam. Vor allem für neue Spieler. Wer dazu mehr wissen will, schaut unbedingt mal in unser Die Raids of Wrath of the Lich King Video rein. Sie wollen diesen Fehler nicht nochmal machen und sagen, dass es am besten wäre, wenn sich das Abzeichensystem, das Tierset-System sowie das Raid-Lockout-System nicht mehrfach über die Zeit je nach Phase ändert. Was sie dabei schon mal bestätigen, ist die Tatsache, dass 10er und 25er Raids dieselben Marken fallen lassen sollen und es die billigste Version der Marken in Dungeons zu bekommen gibt. Kleine unbezahlte Werbung noch zum Schluss, schaut unbedingt mal bei goldgoblin.net vorbei. Hier findet ihr gut strukturierte, tagesaktuelle News rund um World of Warcraft Classic in Schriftform. Außerdem gibt es etliche gute Guides für zum Beispiel das Skillen von Herstellungsberufen und vor allem das Maximieren von Farmberufen. Hier seht ihr, wo und ab wann ihr welche Stufe lernen könnt, mit passenden Vorschlägen zur Farmroute und etlichen weiteren wichtigen Informationen. Packt euch die Seite also auf jeden Fall mal in eure Favoritenleiste. Ihr findet die Seite sowie alle Quellen in der Beschreibung. In dem Sinne, viel Spaß in WoW Classic und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.